So, dann rufen wir mal den Malik an. Ich hoffe... The number you have dialed is not assigned. WTF? Ist er mit seinem Opel AstraZeneca After nach Marokko gefahren? Ist er ausgewandert? Wieso ist seine Nummer nicht available? Ich probier's mal über WhatsApp. Jetzt mal kurz erstmal die Oma hier vorbei. Malik, Alter, was ist los jetzt mit dir? Ich ruf den mal über WhatsApp an. Nicht, dass ich hier die Powerschaum-Eskalation noch alleine machen muss. Das geht aber nett. Malik! Malik! Alter, Junge, ich habe keine Zeit. Ich muss heute um 1 Uhr wegkommen. Komm! Komm, Malik! Ich spare mal eine Sprachnachricht raus. Hallo, Herr Mr. Malik. Wo sind Sie? Ich warte hier schon seit 125 Stunden auf Sie. Wo sind Sie? Kommen Sie! Nur ein Haken. Nur ein Haken. Hey, ich sehe hier nichts wegen dieser scheiß Sonne. Wo ist meine Sonnenblende? Oh, scheiße. Ich habe meine Sonnenblende gehackt. Nein. Oh, jetzt perfekt. Ha. So, Leute, wir müssen jetzt ganz, ganz schlau sein. Mal eine ganz andere Seite hier auspacken. Was ist mit Malik? Was könnte passiert sein, Bruder? Ist sein Handy vielleicht gesperrt worden, weil er seine Rechnungen nicht zahlen konnte? Oder ist er wirklich nach Marokko ausgewandert mit seinem Opel AstraZeneca Johnson & Johnson After F, Bruder? Malik, das ist scheiße, Digga. Malik, das ist scheiße. Problem hier... Digga, das ist kacke. Ich muss um 1 Uhr wieder weg. Verstehst du das? Ich wollte heute im Powerschaum mit dir zusammen komplett eskalieren. Na, chill mal, Chabo. Ich warte hier schon seit 125 Stunden auf Sie. Wo sind Sie? Kommen Sie? Seid ihr auch so Patienten, die ihre eigenen Sprachmemos immer wieder anhören? Ich liebe das. Immer beim Kacken höre ich mir meine eigenen Sprachnotizen an, um zu erkennen, was für ein behinderter Spast ich bin. Hey, da ist er doch! Mann, ich sehe ihn! Nein, der fährt weg! Bruder, wieso komme ich hier nicht raus? Nein, das ist kaputt! Ich habe seinen Opel wegfahren sehen. Voila. Wir haben Malik gefunden. Ich habe den jetzt hierher geholt. Warte, Bro. Au. Jetzt kannst du aufmachen. Warte, ich verstau das mal alles nach hinten. Hätte ich dich nicht hier im Rückspiel gesehen, wir hätten... Die ganze Zeit hier. Ja, ich rufe dich die ganze Zeit an. Boah, locker seit 6 Uhr morgens. Ich rufe dich schon seit 4 Stunden an. Seit 10.20 Uhr rufe ich dich schon. Ehrlich jetzt? 10.20 Uhr. 9 Uhr, 20 vor 10 Uhr. Du musst mich jetzt lotsen, Bro. Ey, der hat mir voll das kaputte Auto verkauft. Diese Kupplung ist so am Arsch. Viel zu teuer, 250 Euro. Ich will das wieder anschließen, Bruder. Ja, bitte mach mal. Mach, was du willst, Bro. Mir ist scheißegal. Und diese Waschstraße hat... Ach, guck mal, das ist wieder ein Corsa. Mach mal erste Gang rein. Baba, oder? Natürlich. Baba. Da werden alte Erinnerungen wach, Bro. Ja. Wenn du willst, ein bisschen Pappe, ein bisschen Karton für Umzug. Guck hier, wenn du Bock hast. Ja, für Umzug. Wie viel PS hat der? Der hat 172 PS. Polo 6N in der... Boah. Ey, Bro, das geht nicht rein. Das geht ja alles nicht. Nein, Bro, du warst kaputt. Scheiße, Bro. Scheiße. Boah, jetzt. Da lang. Voilà. Bro, ich frag dich schon das 728,5 Mal. Bro, hör mir zu. Ich hab dir gesagt, pass auf. Hast du Versicherung? Nein. Arbeitnehmer, Arbeitslosen, Arbeitsberufsunfallversicherungsrisiko. Ja, hey, Habibi. Hey, wo sind diese scheiß Hupen, Junge? Wollen die mit? Mit, ja, komm. Mit Friseur, Bruder. Nein, der muss arbeiten, leider. Schade. Also nochmal, Malik. Hör mir zu. Bro. Hör mir genau zu, ja. Hat diese Waschstraße einen Powerschaum-Eskalationsgenerator? Ja, zu Berlin. Immer im Leben. Was? Du machst deine Videos schon ein bisschen, wenn man sich die Thumbnails anguckt. Du arbeitest ein bisschen wie McDonalds, Bruder. Findest du? Hast so vier Farben des Lebens da drin. So gelb, grün, rot, blau. Inspiration von McDonalds. Ja, das war mein größtes Vorbild. Links. Oh, Junge. Sag das noch früher. Sag das einfach noch früher. Du hast einfach von da nach hier gemacht. Das nennt man Pravitation. Wie? Pravitation. Boah, das ist voll viel los, Bruder. Voila. Okay, Bro, warte kurz, mach alles. Du wolltest es kaputt machen, oder? Ich höre nichts. Gehen wir selber heute nicht duschen? Was? Gehen wir nicht duschen heute? Was? Nein, Bro, deine Aufgabe ist, dich jetzt hinten reinzusetzen.
Nein, ich meine nicht, ich meine, dass du dich von außen aufstellst, weil. Kannst du auch machen, ja klar. Boah, das ist schon dick professionell. So professionell war ich noch nie unterwegs auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ach du Scheiße, mit Stativbeine, dies, das. Also wenn du so durchstartest auf deinem Kanal, dann kann es nur schief gehen. Ach so, du hast ja jetzt einen Kanal. Das müssen wir mal sagen. Ja, Mann. Aber Bro, Videos halt noch, gell? Egal, Bro, da müssen keine Videos drauf kommen. Hauptsache Abonnenten kommen drauf. Nee, Bro, du stellst es hier auf. Die Autos fahren doch hier raus. Okay, wo soll ich aufstellen? Ich weiß nicht. Ja, da am besten. Ja, dann packe ich mal den Link in die Biotonne und in die Kommentare. Was kommt denn so auf deinem Kanal alles? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Weißt du nicht? Schwierig. Auf jeden Fall wird ein Kurzvideo hochkommen, wie ich erstmal mein Studio baue, weil ich will ja so Podcasts machen. Ich möchte so... Ich weiß nicht, was ich mache. Das kannst du ja so schneiden, als würde ich wissen, was ich machen will. Ja, okay, dann müssen wir uns kurz jetzt überlegen, was du machen kannst. Okay, warte. Du machst professionelles Tuning, das besser sein wird als bei JP. Das musst du jetzt sagen. Und dann schneide ich das so rein, dass es passt. Was kommt denn so auf deinem Kanal alles? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Weißt du nicht? Schwierig. Ich werde ein besseres Tuning machen in meinen Videos. Mit Autos, mit Motorrollern, mit LKWs, als JP Performance es jemals getan hat und jeweils machen wird. Und auch mit Flugzeugen. Mit Flugzeugen. Helikopter, alles. Natürlich. Panzer. Ja. Voila. 50 Cent Stücke. Nee, leider nicht. Nur 1 Euro. Mach erstmal 1 Euro rein. Der nimmt nur 2 Startkapital. Das ist die Kante da von beiden Böllern. Wo ist hier Powerschaum? Was ist das? Das schäumt. Das ist doch kein Powerschaum. Bruder, wo? Was? Das verarsche. Geh durch, Bruder! Geh durch! Ah, okay, okay, es wird, es wird. Ja. Junge, Powerschaum auf Wish bestellt oder was? Ah, okay, geht, geht, okay, läuft, jetzt besser. Aber trotzdem, hast du den in wo waren das überhaupt, Alter? Ich weiß gar nicht, irgendwo in Frankfurt, meine ersten 2 Videos. Hast du die gesehen, meine ersten 2 Videos mit Powerschaum? Ey, 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 ey! Ah, du! Hey, hey, hey. So, willst du dich reinsetzen, Bro? Innenraumreinigung mit Dusche. Boah. Boah. Bro, was ist das, Alter, für ein Powerschaum? Einfach lila. Junge, das ist einfach die falsche Jahreszeit. Das ist einfach die falsche Jahreszeit, um das zu machen. Hey, Bro! Chill, 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 chill. Das ist echt die falsche Jahreszeit, das zu machen. Voila. Junge, der hat diesen scheiß Dampfstrahler. Der ist ja richtig brutal. Warte mal. Gib mal kurz. Das kann doch nicht sein. Was ist das denn für ein Port? Was ist das? Wieso ist das lila? Ich glaube, man muss so machen, um den ultimativen Schaum rauszuholen. So. Ey, das ist zu. Was ist jetzt los, Alter? Ah, jetzt guck. So funktioniert das. Schön den Innenraum reinigen. Ja, 4 Türen. Mashallah. Ist auch mit Innenreinigung, guck. Guckst du? Mashallah mit Innenreinigung. Ja. Ey Bro, wie viel hat man hier für 1 Euro? Das dauert ja, das geht schon lange, oder? Oder hast du... 69 Cent. Ja, guck mal. Geil. Was ist das? Geil aus. Hier. Ah. Das hängt. Bro. Ah, der hickt mich, der hickt. Bro. Alter. Ah. Scheiße, du hast mein Auge gehickt. Voila. Ja, gute Idee. Mach mal ein bisschen auf den Sitz, Bro. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schmackhaft. Kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Ist meine GoPro so beschlagen? Also nass? Nein. Okay, ist leer, Bruder. Das war's. Wir haben leider unser letztes Geld jetzt ausgegeben. Gestern 1000 Euro für den Opel, jetzt hier 2 Euro. Das war's, Bro. Jetzt müssen wir auf das nächste Hartz-IV Geld warten. Du hast meine Jacke komplett gehickt. Ah! Was soll das? Was macht der da? Ey!
Warte, ich mach erstmal die ganze Scheiße hier mal wieder rein. Ah, ich muss mich gar nicht umziehen. Ich habe hier Umziehklamotten dabei, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, Alter, läuft wie eine Eins. Wie eine dreckige Eins. Läuft, hä? Läuft besser als davor. Okay, Bro, steig ein. Hast du Handtuch dabei, ja? Ja, Mann. Läuft bei dir. Ich habe auch Handtuch dabei. Fährst du so nach Hause einfach mit Heizung oder was? Hä? Fährst du so nach Hause mit Heizung? Wie mit Heizung? Mit Heizung einfach. Hast du Heizung angemacht? Geht es noch? Boah, Bro, es geht. Was ganz, ganz wichtig ist, was viele nicht wissen, man muss die Scheibe wieder sichtfrei machen, weil wenn man das nicht macht, kommt Anzeige reingeflattert. Also falls die Leute das hier nachmachen wollen, meine Abonnenten, immer schön nach der Wäsche die Scheibe, die dreckige Scheibe sichtfrei machen. Ja, wirklich, das ist echt so. Boah, Digga, das ist echt ein Scheiße, schade, dass er das gesehen hat. Ich hätte es jetzt einfach umgefahren. Boah, der erste Gang wieder. Dieser erste Gang ist... Ah, jetzt. Voila. Ich schwöre, das ist wie Kind bleiben, gell? Was? Du kannst einfach Kind bleiben. Ja, ist so. Und verdienst dabei noch Geld. Ja. Das ist geil, oder? Besser geht's nicht. Deswegen, ich finde, jeder sollte mit YouTube anfangen. Was kommt da unten raus? Bro, einfach Pfütze. Ja, okay, Bro, dann würde ich sagen, was ist hier bei dem Video? Hast du noch abschließende Worte? Willst du noch irgendwas sagen? Wann kommt das erste Video? Das wollen die Leute wissen, Bro. Okay, ich sehe schon, Alter. Irgendwann mal 2026 kommt das erste Video, Bro, bei dir. Ich kann dir nur den Rat geben, mach einfach, Bro. Ich kann dir so sagen, weißt du, Content kommt, ja, okay. Es wird Content, ja, kommen auf jeden, okay, Fall. Aber es wird immer verschiedener Content sein, weil, egal, warum soll ich mein Leben umstellen für YouTube, Bruder? Also, ja. Weißt du, was ich meine? Ich mache einfach jeden Tag das, was ich mache. Die Leute kriegen ein bisschen was von meinem Leben mit und fertig. Hauptsache, es kommen regelmäßig Videos, weißt du? Und dann sehen wir uns wieder in 3 Tagen, wenn du Millionär bist. Voila. Mashallah. Please, buddy.